So, wir sind draußen. Gespeichert habe ich gerade eben eine Tür zum Aufbrechen. Wollen wir mal gucken. Septimund? Der hatten wir, glaube ich, ne? Seid gegrüßt. Man sieht dieser Tage nur noch selten Besucher in Letzthafen. Ich bin nur auf der Durchreise. Leb wohl. Macht euch auf. Folgt mir. Ach, verfickte Wegfindung. So. Alle herkommen. Wie kann ich euch helfen? Wer seid ihr nochmal? Ich bin ein Totenwächter Kellenwors, des Richters der Verdammten. Es ist meine heilige Pflicht, die Heiligkeit des Todes zu beschützen und diese Scheusale zu vernichten. Doch ich fürchte, meine Bemühungen allein werden nicht ausreichen. Dann haben wir vielleicht entgegengesetzte Ziele. In dem Fall solltet ihr mir aus dem Weg gehen. Übles Wesen! Ich werde diese Straßen nicht mit eurem Blut besudeln. Bleibt mir vom Leib, sonst entfessle ich Kellenwors Macht gegen euch. Ich glaube, ich habe die gegenseitige Gottheit von ihm. Ich habe mir wahrscheinlich gerade eine Quest verbaut. Mir aber scheißegal. Ja, mit der Panzerechse mal sprechen. Wenn ihr in Letzthafen auf der Suche nach Vorräten seid, Basici hat, was ihr braucht. Ja, zeig mir anzubieten. Dein Schätzwert ist sowieso scheiße. Alarmsteine sind ganz schön teuer. Folgt mir sofort! Oh, Kamera muss auch immer irgendwo stecken, ne? Wenn ihr in Letzthafen. So, die Reaktion ist günstig. Wenn ich ja. Jetzt. Was gibt es? Wenn ich das jetzt verkaufe, habe ich plötzlich den Maximalwert. Ja, da muss man aufpassen. Heingold, ui, toll. Ich bin bereit. Ja? Was liegt da? Also dann, ihr passt alle gut auf und ich zeige euch, wo es lang geht. Ich hole mir weiter einen Alarmstellen. Soweit es geht. Denn zweimal rasten ist mir lieber. Als nur einmal. Schmied. Der hat nichts zu sagen. Gut, sagen wir dem Meister da drin, dass jetzt alles in Ordnung ist. Schön, euch wiederzusehen. Warum seid ihr hier? Die unbändige Priesterin war schuld an den seltsamen Stürmen, die ihr erwähntet. Ich habe mich darum gekümmert. Ausgezeichnet. Nehmt dies als Belohnung für eure Dienste für Lusken an. Gut, was habe ich bekommen? Erfahrung und... Hey, 1000 Goldmünzen sind schön. Gleich die Münze wieder drin. Gut. Was zu tun? Ihr könnt Hilfe bei der Suche nach der Quelle für die jüngsten Untoten suchen. Ja, das könnten wir machen. Okay, ich arbeite daran. Das Untotenproblem haben wir ja noch. Ich habe auch eine Gruft in der Nähe gesehen, da können die herkommen. Hier lang, kommt schon, Schnecke, kommt schon.
Der Pfad führt zu einem alten, verwitterten Friedhof. Die meisten Grabsteine sind überwuchert und es herrscht eine unheimliche Stille. Ich habe mich gerade gewundert, warum es nicht weitergeht. Boah, ist ziemlich dunkel, ne? Alter, man sieht hier überhaupt nichts. Habe ich ein Licht da? Jetzt könnte ich Licht gebrauchen, ne? Ja, alles klar. Das merke ich mir, dass ich Licht brauche. Hat einer von euch den Lichtzauber? Was liegt an? Ja, zauber mal Licht bitte auf mich. Da, da. Ja, ja. Wenn wir überhaupt was sehen. So. Was hatte das Spiel? Armee und Toten. Ihr habt einen seltsamen Friedhof östlich von Letzhaven gefunden. Die Luft dort ist vom Gestank nach Tod und Verwesung getränkt. Vielleicht ist dies die Quelle. Dreimal dürft ihr raten. Fackeln, ja, die könnten wir auch gebrauchen. Auf jeden Fall können wir eine Fackel benutzen. Aber zaubern wir Licht. Schön, dass er jetzt übrigens die Fackel hält, aber das Schild so hoch, ne? Mal segnen. In vielen Fällen reicht auch manchmal ein Segen aus. Wie lange hält Schild des Glaubens? 60 Sekunden pro Stufe, also 7 Minuten. Ja. Dann machen wir das. Und Resistenz. 24, jo, warum nicht? Mach ich mir eine Buffkette. So. Gucken wir mal, ob wir die Untoten nicht stoppen können. Ich habe Untote vertreiben. Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Alte und zerfallen, warum verschwenden wir unsere Zeit? Aha! Es hat einen Effekt auf die. Oh, Tron hat ein Level ab, schön. Der wird dir dann umgenickt. Ich nehme es mit beiden auf hier. Klatsch. Oh, Level ab, schön, Level 8. Das heißt, ich gehe wieder gleich zurück und werde einmal rasten auch. Ja, jeder, anscheinend kriegen alle nämlich jetzt ein Level ab. Ein Level up an Ghoulen, ich glaub's nicht. Ja, schön. Ach Mann, geht doch nicht alle von Cursor. Ah. Ja, ich weiß, dass da was ist. Eine Klaue, die ich haben will. Wir werden unbedingt noch mit den anderen Ghoulen spielen da hinten. Gut, wenn ich jetzt eh raste. Mach ich noch ein Gebet hinterher. Ich denke mal, es hat einen Effekt auf die. Boah, Skelette. Die sind noch schwächer als Ghule. Aber unser Level ist noch nicht hoch genug für das Untote vertreiben. Oh, das Gebet ist schon aus. Schade.
Huhn-Skelett mit Schild. Der tut überhaupt nichts da. Na komm, schlag sie um. Klatsch. So. Der lässt da irgendwas? Ja. Oh, ein Halbmenschschädel. Was ist denn das bitte? Der Schädel eines zerstörten Skeletts. Naja, wird was verhält sein. Gut, ihr kommt alle mit, ne? Geisthaftes Antlitz, ja, das schauen wir uns gleich an. Da ist noch ein Skelett, was ich anschauen soll. Dann werde ich noch mal kurz rausgehen, vor der Gruft rasten. Okay. Vor der Gruft rasten und vor allem mein Level abverteilen. Level 8. Ja, wir können immer noch nicht eines dieser Dinger nehmen, schade. Wir kriegen einen neuen Attribut. Weisheit plus 4. Meine Zauber werden stärker. Ich glaube auch mein Untote vertreiben, oder? Naja, aber auf jeden Fall werde ich stärker. So, dann noch das klassische Talent. Fähigkeiten meine ich. Da will ich auf Zauberkunde viel haben und auf Konzentration auch viel. Und einen darf ich mir noch aussuchen, den mache ich auf Legendenkunde ab sofort. Obwohl parieren ist auch nicht schlecht, ne? Parieren ist eigentlich scheiße. Naja, das. Okay, nichts weiter. Aber dadurch, dass ich hier einen Punkt mehr habe, habe ich hier und hier viel mehr Zauber. Nicht schlecht. Also was nehme ich im dritten Grad? Ein Beistand. Ich kann nicht mehr reden. Ein Beistand vielleicht oder ein zweites Gebet zum Nachbuffen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich nehme mal ein bisschen Licht mit. Machen wir das mal im ersten Grad mal ein bisschen sauberer hier. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch ein weiteres Beistand setzen soll. Beistand hält relativ lange. Ah, es ist aber auch ein Dauerbuff, muss man sagen. Gebet hält recht kurz. Gebet als Notfall vielleicht nicht schlecht. Weiter behalten. Und noch ein Beistand. Wenn ich hier noch einen Punkt kriege, dann kommt dann als nächstes Gebet. So würde ich sagen. Was ist der magische Schutzgewand? Eine Stunde pro Stufe. Schild, ein Verbesserungsbonus auf plus 1. Je Zauberstufe. Es ist also ein Schutzschild. Im wahrsten Sinne. Ich könnte auch Kreaturen herbeizaubern, dann kann ich das auch. Oh Mann. Ich glaube, das magische Schutzgewand würde ich gerne ausprobieren. Deswegen würde ich meine Angriffszauber jetzt hier wegversetzen. Und hier meine Buffs setzen. Die kleine Resistenz werde ich nicht mehr nehmen. Da kommt das Licht. Oder ne, noch eine Heilung, würde ich sagen. Ja, wobei, so viel bringt es auch nicht, ne? Und zweimal Licht reicht vollkommen. Mach mal. Dann einfach noch Heilung rein, so. Dann haben wir hier die drei Buffs, die ich dann auf jeden Fall zaubern werde. Tauschen wir die mal um hier. Licht für Notfälle.
Und hier unten setze ich dann die Angriffszauber Totenglocke sowie Knalltrauma. Genau, ein magisches Schutzgewand, das würde ich gerne hier hin haben. Das ist eine der Massenbuffs dann, die ich dann zaubern werde. Sobald wir das sind. So, und dann machen wir im vierten Grad. Schwein, oder wie lange hält denn das? 18 Sekunden plus 6 Sekunden pro Stufe. Das wäre, die Folge ist jetzt eh vorbei. Das wäre 18 Sekunden 6 plus 18. Das ist 1 Minute und 6 Sekunden, die das Schwein dann hält, und es ist abgelaufen. Gebet. Das muss ich so machen. Hält 6 Sekunden pro Stufe, hält also noch kürzer. Oh, also ich. Beim ersten Teil war das so, dass diese Kreaturen lange gelebt haben. Das haben sie hier genervt. Dafür sind die anderen Sachen stärker. Dafür sind die Kreaturen auch stärker, muss man sagen. Kritische Wunden heilen. Das ist gar nicht so verkehrt, das zu nehmen. Denn mir ist oft passiert, dass einer der Charaktere Tron zum Beispiel auch schnell umkippen und dass sie so schnell wieder aus dem Tod geholt werden, ohne dass ich jetzt diese Münzen verbrauche. Also eine mindestens. Und dann vielleicht noch ein Hammer der Götter. Was ist Predigt? 6 Sekunden pro Stufe. Ja, ich denke mal. Damit kann man nichts verkehrt machen. Göttliche Macht. Ist ja auch nur kurzfristig. Im Zweifel habe ich mit der Sau mehr. Also würde ich sagen, kommt ein Schwein dazu. Das zauber ich dann als Angriffszauber. Ja. So bin ich zufrieden damit. Gut, dann haben wir Tron. Tron ist relativ leicht, den klicke ich durch. Der ist Barbar Level 7. Warum Level 7 eigentlich? Deswegen sind wir so schwach. Der kriegt Provozieren und Überleben, Bedrohen und Überleben. Das war's. Dann haben wir Omoya, der bleibt ein Droide. Oh, schwierig. Er hat da auch einen Mischmasch ohne Ende, ne? Gut, er kriegt Überleben. Lauschen, Konzentration. Tipp. Das war's, gut. Und das war's auch für ihn. Nicht ganz, er hat auch neue Zauber gekriegt, dadurch, weil er seinen Weisheitsbonus erhöht hat. Genau wie ich. Ja, das bedeutet, wir kriegen ein weiteres Schwein. Mondbolzen könnte abfeuern, aber ich bin mal mehr dafür, dass er auch sowas wie Buffs lernt. Was haben wir hier sonst noch? Steinhaut ist gut. Wirkt lange. Kann auch mächtige Resistenz, kann er auch gebrauchen. Dann würde ich sagen, kriegt er Steinhaut noch dazu. Und im dritten Grad auch sowas wie ein Buff am besten. Der Zauberwirke verleiht hier ist auch doof. Schwächere Massenvitalität wirkt 10 Runden plus eine Runde pro Stufe. Schnelle Heilung. Und es wird pro Runde TP geheilt, also pro Kampfrunde. Das heißt, wenn mein Charakter einmal schlägt, heilt er sich. Und wenn ich sag mal, die Runde beendet ist, bin ich ja wieder dran und dann heilt er wieder. Das ist nicht schlecht. Spinnenhaut. 10 Minuten pro Stufe, also lange. Bonus gegen Gift, Versteckenwürfe, Völkerbonus, alles erhöht.
Oh, Spinnhaut mal, dass er ein bisschen flexibler wird. Und Mario hat ein Level-Up. Ja, ja, ja! Er kriegt eine Geschicklichkeitsaufwertung auf plus 4. So, sein Entdecken wird höher. Sein Lauschen leise bewegen. Fallen entschärfen. Gegenstand benutzen. Schlösser knacken. Schätzen. Also Schurken haben am meisten Fähigkeiten hier. Immer eins über. Stehen werden wir eigentlich relativ selten. Können wir nochmal eins auf... Na, das ist ja schon Maximum. Können auch einen Punkt sparen. Dann kriegt es das da. Ja, das war's bei ihm. Gut. Ja, ja. Dann würde ich sagen, dann gehe ich draußen rasten. Gehe wieder rein. Und dann könnt ihr einmal das Buffen zusehen.